So, da sind wir wieder und wir wollen den Typen da jetzt umbringen. Wir hatten es letztes Mal versucht mit allem Mana in Feuerbällen und Blitzschlägen. Das hat nicht funktioniert. Was könnten wir noch nehmen? Wir könnten Gift probieren. Ist zwar ein Steinmonster, aber es hat auch gegen die Skelette geholfen. Also ist es vielleicht so eine Art Säure. Das heißt, wir nehmen einfach mal den. Und keinen davon, sondern die hier. So, nochmal schlafen. Und wir laufen einfach immer weg. Schießen unsere Giftbolzen. Laufen weiter weg. Schießen unsere Giftbolzen, solange wir keinen Mana mehr haben. Und wenn er dann nicht tot ist, dann scheint er auch gegen diese Art von Angriff immun zu sein. Das heißt, dann müssten wir es wahrscheinlich mit Nahkampfwaffen probieren. Und das lassen wir einfach mal, bis wir noch ein, zwei Level gemacht haben mit Cosmog und Zed. Weil sonst ist es wirklich ein Schlag und man muss neu laden. Das ist einfach nur albern. Oh, wir könnten mal eine Wolke machen. Das macht wesentlich mehr Sinn. Zumal er sich nicht bewegt. Machen wir aber ganz viele Wolken. Vielleicht stacken die ja. Ups. Lalala. Oh, er bewegt sich. Und ein Wizard-Level. Das ist schon mal sehr schön. So, also wenn er dagegen nicht immun wäre, müsste er jetzt schon tot sein, außer er hat richtig, 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 richtig viele Lebenspunkte. So, was haben wir noch an Auswahl? Wir haben hier Brandish, Parry, ne, bringt nichts und der bringt auch nichts. Wir können unseren Feuerstab ein bisschen verbraten. Ja, warum nicht? Feuerball, du kannst deinen Ring benutzen. Blitzstrahl. Wir könnten ihn einfach austricksen. Okay, jetzt wo wir schon so viele Ressourcen verschwendet haben, ist das irgendwie sinnfrei. Aber wir können einfach hier hinlocken und dann um ihn rumgehen. Und dann gucken, was dahinter ist. Er darf nur nicht schnell genug hinterherkommen. Ha. Solange er sich nicht zu uns dreht, kriegt er anscheinend mehr Schaden. Oh. Jetzt komm her. Komm her. Achso, das Plasma wollten wir auch noch ausprobieren. Ah, hätten wir erst ein paar mehr von herstellen sollen. So, so. Wie ging es weiter? Totenkopf, Schall, Schneeflocke. Kein Mana. Ja. Komm her, du doofes Ding. Das wird der Haken sein an der Rauslock-Taktik. Er bewegt sich nicht. Was ja eigentlich nur von Vorteil ist, dass wir ihn, da wir ihn so durch. Oh, er bewegt sich doch. Nur sehr langsam. Aber ja, dass er sich so langsam bewegt, ist ja eigentlich auch ein Vorteil. Das heißt, wir könnten ihn die ganze Zeit mit irgendwelchen Sprüchen beschießen. Nur haben die Sprüche anscheinend gar keine Wirkung. Okay, komm jetzt hier hin, dann machen wir nochmal die Tür zu. Das wird davon noch ein bisschen Schaden. Oh, und das Feuerballschwert ist alle. Probieren wir auch mal mit dem Stab mal zuzuhauen. Komm mal her. Ja, Parry. Okay, das dürfte trotzdem ein bisschen Schaden verursachen. Komm her. 6 Schaden. Super. Ich habe gerade aus Versehen schlafen gedrückt und er kam trotzdem nicht näher. Das funktioniert sogar. Man schläft einfach und sobald man ihn bewegen hört, geht man einen Schritt zurück. Dumm, die dumm. Das ist echt ein komischer Kauz. Oh, so haben wir wenigstens wieder ein bisschen Mana und zack. Benutze ich das mal eine Weile. Vielleicht klappt es nicht. Soll ja ein ganz heißes Plasma sein. Warum auch immer wir es denn anfassen können. Aber es soll in der Lage sein, durch Dinge durchzubrennen. Und das da ist ein Ding. Zip, zip, zip. Zip, zip.
Und das wird schon wieder nicht reichen. Zip, 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 zip. Und du auch noch mal an die Lust an die Wolke. So, und schlafen. Das war ein Schritt. Ach ja, aber ich glaube nicht, dass das so gedacht war. Ich denke, man musste zu diesem Zeitpunkt irgendeine besondere Waffe haben, die gegen die hier besonders viel Schaden macht. Wie soll das eine Schwert hinter der türkisen Tür? Hinter der ersten. Jetzt verballern wir noch ein bisschen Mana dafür. Einfach nur, um zu testen, ob es vielleicht funktioniert. Außerdem sind es Magier-Level. So. Wir nähern uns mit wahnsinniger Geschwindigkeit dem Hauptraum. Ich könnte diese Folge auch als Trainingsfolge abstempeln, so wie es momentan läuft. Ah, tok tok. Nur noch 3 Schritte, dann kannst du umgangen werden. Und ich hoffe einfach mal, dass es auch Weg zurück gibt. Aber wenn es nur diesen schmalen Weg gibt, dann können wir nicht wieder zurücklaufen, weil er dann im Weg steht. Aber gut, dann können wir immer noch laden. Oder einfach totgeschlagen werden. So, zack, zack. Alles Magier-Level, die wir wahrscheinlich brauchen, um den Stab da auch zu benutzen. So, und so, und so, und so, und so. Wir haben jetzt inzwischen schon richtig viel Mana in den reingepumpt. Na komm. Tok, tok. Mach einen Schritt vorwärts. Ah, da war der Schritt. So. Jetzt musst du noch 2 Schritte gehen. Einmal dahin und dann entweder dahin oder dahin. Das kannst du dir aussuchen. Jetzt einfach tot um. Okay. Eine Steinkeule. Guck mal, was für Angriffsarten die hat. Na komm. Ja, mach du. Werfen und zuschlagen, wie normale Keule auch. Nur wiegt das Ding mal eben 11 Kilo. Ja, das lassen wir mal. So, hier sind unsere ganzen Gegenstände. Oh nö. Ja, eine magische Box. Schön und gut. Aber wir wissen wenigstens, man kann sie töten. Durch Magie. Es war ein Feuerball, der ihn umgebracht hat. Also macht ein Feuerball Schaden. Ob er jetzt viel Schaden macht, sei dahergestellt. Oder ob vielleicht Blitz oder Gift mehr macht, das wissen wir nicht. Wir wissen aber, Feuerball macht Schaden. Also schmeißen wir jetzt einfach immer wieder Feuerbälle hinter ihm her. Schlafen wieder, schmeißen Feuerbälle und so weiter. Ja, das wird definitiv eine langweilige Folge. Aber ich hoffe einfach mal, dass sich das Ganze lohnt und dass dahinter irgendwas richtig Geiles ist. Also entweder irgendwelche Ausrüstung, die wir gebrauchen können, oder vielleicht sogar der Edelstein. So, ONE, ONE, ONE. Und wir haben wenigstens schon ein Magier-Level rausbekommen. Ich denke mal, ein zweiter ist auch noch drin. Zumal wir ja auch nicht einfach so vor uns hinzaubern, wie wir das oben gemacht haben bei der Trainingseinheit, sondern wir kämpfen ja auch wirklich gegen Gegner dabei. Was mindestens Erfahrungspunkte oder sogar mehr Erfahrungspunkte geben müsste. Was wir immer noch nicht wissen. Aber gut, Schaden tut's nicht. Da ist schon mal der nächste Wizard-Level. ONE, ONE. Wenn sie noch 1, 2 Stufen bekommen würden, dann könnten wir auch mal die ganz dicken Feuerbälle probieren. Aber ich weiß nicht, wie gut die jetzt schon funktionieren. Das können wir mal antesten. Das NE. Ah, davon können sie auch schon 3. Oh. Das war verklickt. Aber gut, vielleicht macht das ja exponentiell mehr Schaden. Und das nächste Level. Auf jeden Fall macht es schon mal exponentiell mehr Erfahrungspunkte. Okay, Gosmog sollte das nicht probieren, Zed wahrscheinlich auch nicht.
Aber Nabi und Elijah werden jetzt nur noch die Großen machen. In der Hoffnung, dass es mehr Schaden verursacht, also wesentlich mehr als die vorvorletzte Stufe. Und einfach, weil es gute Erfahrungspunkte bringt. So, das NE. Ups, das war falsch. Das NE. Das NE. Ach ja. Drückt man die Daumen, dass er hinterher nicht noch so ein Steingolem ist. Oh, wir könnten ihn mal mit so einer Keule beschmeißen. Dum, 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 dum. Okay, ein Versuch war es wert, dass die Keule jetzt richtig viel Schaden bei Gleichartigen macht, aber das hat doch schon mal schneller geklappt. Guti. Schlafen wir nochmal. Ich will da nicht unvorbereitet hingehen, wo auch immer das hinführt. So, O, N, E. O, N, E. Und jetzt schauen wir mal. Ein Schwert, der Inquisitor. Das klingt doch cool. Und er hat eine Fähigkeit, die wir noch nicht benutzen können. Weil unser Kriegerlevel wahrscheinlich noch nicht hoch genug ist. Das ist schade. Und ein paar Tränke. Na gut, wir sollten jetzt definitiv mehr Kriegerlevel trainieren. So, was haben wir jetzt noch zu tun? Wir müssen jetzt zurück zu der Treppe, die nach unten führt. Und dann den Weg finden zu dem Punkt, wo wir das Magnifying Glass benutzen müssen. Was bestimmt ziemlich anstrengend wird. Aber gut. Jetzt haben wir diesen Plasma-Zauber. Das heißt, wir können theoretisch eine Spur legen. Die Frage ist nur, wie. Wir müssen ja quasi den direktesten Weg markieren. Oh, und wir sollten unbedingt noch was zu trinken vorher mitnehmen. Wo waren die Brunnen? Ich glaube, die waren unten, ne? Beim Hauptraum. Also bei diesem großen Raum. Oh ne, ich will mich nicht hier oben schon verlaufen. Also gehen wir wieder runter. Tap, 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 tap. So, irgendwas noch wegschmeißen vielleicht. Wie den Morgenstern. Ich gehe einfach davon aus, dass diese Diamantklinge besser ist. Wir könnten die eine Essenskiste mal plündern. Denn ein paar von uns waren schon richtig hungrig. Und wir haben ja auch ziemlich viel Zeit verschwendet bei den Golems da unten. So. Kiste kann wieder da hin. Jetzt haben wir schon fünf oder so Kisten, die einfach nur leer sind. Ja, übel. Sechs. So, njam, 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 njam. Njam, njam, njam. Oh, wir können die nächste Kiste auch schon anbrechen. Und das ist unsere letzte Kiste. Das sieht nicht gut aus. Vielleicht sollten wir doch noch eine leere Kiste mitnehmen, nur für den Fall, dass wir noch ganz viel Essen finden. Du warst die Kiste mit den. Ah, nee. Ah, gut, wir haben noch eine Kiste. Sonst wäre das echt übel gewesen. Dann hätten wir wieder hoch zum Pilzraum gemusst, um da unsere Vorräte ein bisschen aufzufüllen. So, den Drumstick kriegt er nicht, der bringt zu viel Essen. So, jetzt sind alle einigermaßen voll. Und wir haben eine Dreiviertelkiste und. Nee, wir haben eine Kiste, wenn wir die hier auffüllen. Das ist echt nicht viel. Aber gut, wir wissen, auf dem Weg sind noch Ratten. Da können wir auch einen Zwischenstopp einlegen und da ein bisschen länger bleiben, warten, bis die respawnen, wieder umbringen und so unsere Kisten ein bisschen voll bekommen. So, jetzt sind wir in Ebene 8 mit dem großen Raum. Das Ding ist wieder zu. Hier müssen auch Geister rumfliegen, irgendwo. Und jetzt müssen wir in den Bereich, wo der Totenkopfschädel eine Abkürzung aufgemacht hat. Das heißt, Kompass raus.
So, dann gucken wir gleich, wo das ist, gehen dann aber dann nicht weiter, sondern legen erstmal eine Spur aus diesen Plasma-Dingern. Also, wir haben hier Norden. Ich glaube, es war im Süden irgendwo. Also da lang. Tum, 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 tum. Aber hier ging es gleich nicht weiter, weil wir erstmal über die komischen Gruben nicht rüberkamen, richtig. Das heißt, wir müssen jetzt hier wieder rum. Zack, 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 zack. Nächste Abzweigung wieder rechts rum. Und ich glaube, hier ist so ein kleiner Dieb irgendwo. Oh, machst du was? Da ist er. Und irgendwas hat da die Wand aufgemacht. Du bestimmt nicht. Tja. Jo, Kriegerlevel trainieren ist immer gut. Aber einen verwundeten Arm haben ist nicht gut. Heiltrank, da. 76 Schaden. Oh, ist ein Geist. Zack. Zack, zack. War zwar ein bisschen Overkill, aber was soll's. Also nach Süden wollten wir. Da nicht. Da sind die Fallgruben. Da nicht. Nee, es war irgendwo so ein Teleporterfeld, ein recht großes, und dahinter ging es weiter. Was haben wir hier? Ach ja, hier hatten wir das eine Secret, glaube ich, wo wir gleich zurückteleportiert werden. Und hier geht eine Wand auf. Aber hier war nichts drin, was von irgendwelchem Interesse war. Nö, okay, zurück zum Hauptraum und weitergesucht. Ach ja, das wird jetzt eine Weile dauern. Also, dass wir den ganzen Weg zurück markieren. Wir werden auch nicht den ganzen Weg zurück markieren müssen, aber so ein bisschen wenigstens wäre schon schick. Also, hier ist wieder der Hauptraum. Gehen wir mal an der Südwand Richtung Osten weiter und schon sind wir in der Ostwand. Hier ist nix. Mehr Geister. Weg. So, Ostwand lang Richtung Norden. Nö. Gucken nach Norden. Gucken wieder nach Norden. Also wahrscheinlich war es nicht im Südwesten, wie ich dachte, sondern irgendwo im Nordwesten. Da auch nicht. Hier haben wir nur ein doofes Skelett. Und selbst so ein einfaches Skelett treffen wir nicht ordentlich im Nahkampf. Das sagt schon einiges darüber aus, wie wenig Nahkampf wir benutzt haben bisher. Das können wir jetzt ja nachholen. Auf unserem Weg nach unten. Die ganzen Ratten und Skelette und was weiß ich, werden wir alles mit Nahkampfwaffen umbringen. So, wir sind jetzt an der Nordwand, wenn ich es richtig sehe. Gehen Richtung Westen. Hier waren die Feuerbälle. Noch mehr Mumien. Jetzt sind wir an der Westwand und gehen Richtung Süden. Hier war ein Schlüssel und hier könnte es weitergehen. Aber der Inquisitor macht definitiv gut Schaden. Also macht mehr Schaden als die Diamantklinge, obwohl die beste Angriffsart noch nicht freigeschaltet ist. So, aus der Richtung kommen wir her. Gucken wir hier mal weiter runter. Hier ist der Schädel. Guti. Also, das ist der Weg, den wir gehen müssen. Wir gehen vom Hauptraum aus nach Norden ungefähr und dann kommen wir irgendwann hier raus. Das heißt, ich werde jetzt eine Spur legen von hier bis zu der Treppe nach oben. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Erstmal abspeichern. 55 und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann, ne?